Bus. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hang hier. Ist richtig früh. Okay, ist kurz vor 9, also so früh ist nicht mehr, aber ich lag gerade im Bett und dann kam ein Inkognito gleich bei mir um die Ecke. Das kann man sich natürlich nicht entgehen lassen. Ich glaube nicht viele werden da sein, weil es mitten in der Arbeitszeit ist. Aber auch viele Interesse an den Inkognitos verloren haben. Es gab mal eine Zeit lang, da kamen die richtig, richtig oft. In letzter Zeit eher selten. Aber lag vielleicht auch daran, dass die Map nicht so funktioniert hat. Aber auf jeden Fall viele Interesse an Inkognitos verloren. Reiz, weil die auf jeden Fall damit rechnen, dass ein Inkognito-Event irgendwann mal kommen wird. Und deswegen nicht so Bock haben, jetzt jedem Inkognito hier durch die ganze Stadt zu jagen. Ich eigentlich auch nicht mehr so, aber der ist echt direkt um die Ecke. Den kann man sich schon mal holen. Und jetzt muss ich noch mal kurz abchecken, wo der genau ist. So, hier ist er. Ich glaube, ich habe den Buchstaben schon. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Neue Berge jetzt, perfekt. Das ist der einzige Zeitpunkt, um die einzusetzen. Nicht bei den Despotas, da ist gelbe Berge am wichtigsten. Für alle, die da ein bisschen rumheulen, dass ich da immer gelbe Berge einsetze. Also für sowas ist die goldene Berge da. Zu viel gewackelt. Easy, dank der goldenen Berge. Jetzt kann ich mal checken, ob ich die Nummer schon habe. Nee, hatte ich noch nicht. Glück gehabt. Ich muss die Kamera halten, sonst kann ich keinen Kopfball werfen. Hast du's? Ja. So. Habe eine Kollegin hier getroffen. Die fängt für einen Freund. Tobi. Das ist Inkognito. Ich bin eigentlich streng dagegen. Wenn der flüchtet, ist er schuld. Ich bin echt streng dagegen, aber ich muss jetzt helfen, weil sie den nicht getroffen hat. Ja. Mittlerer Wurf. Tut mir leid, Tobi. Aber du hast schon goldene Berge geworfen, oder? Ja. Naja, und Internet hat auch kommen. Yeah. Ja, klasse. Nur für dich, Tobi. So, das war's vom Inkognito. Erstes Highlight seit einer Weile. Ihr wisst, die Maps, beziehungsweise die Münchner Map, Pokémap Muck, funktioniert zurzeit nicht einwandfrei. Andere Maps eigentlich auch nicht so. Auf jeden Fall nicht so wie früher. Also früher war echt kein Vergleich. Damals wusste man es echt nicht zu schätzen, was man da alles gefangen hat. Und auf jeden Fall das Inkognito. Großes Highlight seit langem. Momentan, wir haben den WhatsApp-Chat. Und der ist echt unregelmäßig. Also der und die Map allgemein. Also in dem kommt, glaube ich, so 1 bis 3 Nachrichten am Tag. Maximal. Und dann wieder so 2-3 Tage nichts. Und dann kommt wieder mal was. Und Map eigentlich auch, könnt ihr hier, glaube ich, gerade nicht sehen, aber immer nur stellenweise bedeckt und gescannt. Also dass der ganze Bereich mal wieder komplett gescannt wird und läuft. Das gab es schon lange nicht mehr. Und ich glaube, das wird auch nicht zurückkommen. Niantic hat da ein paar gute Sachen gemacht, um gegen die Maps und Scanner klarzukommen. Wie zum Beispiel die Shadow Bands und wie das mit den ab Level 30 und unter Level 30 ist alles unterschiedlich, zwecks IV und sowas. Schlecht für mich für die 100% Sammlung, aber das beginnen wir gleich noch. Und auch dadurch, durch die Einführung von diesen Limits. Und auch durch diese Einführung mit den Limits, wie viele Pokémon man am Tag fangen kann und Pokéstops drehen, haben die vor allem, also das war ja wie gesagt nur gegen die Bots, die für die Maps zum Beispiel verwendet werden, gedacht als Maßnahme. Nebenwirkung war halt, dass es auch süchtige Spieler trifft, die halt zu viel gespielt haben. Aber hauptsächlich haben die es halt so gemacht, damit die Bots nicht durchgehend gelevelt werden können und dadurch nicht schnell Level 30 erreichen können und dadurch die Maps halt nicht kontinuierlich laufen können. Was funktioniert hat, denn unsere Map läuft schon ewig nicht mehr kontinuierlich. Mal schauen, also wie gesagt, ich glaube nicht an ein Comeback der Maps. Aber ihr wisst, Philipp ist echt krass, vielleicht macht er da was, vielleicht kann er da irgendwas herzaubern. Und ich habe vor kurzem einen neuen Kollegen getroffen, kennengelernt. Der kennt sich auch ein bisschen mit Maps aus, also wer weiß, wenn die zwei sich zusammentun, vielleicht entsteht ein Wunder und Maps werden wieder laufen. Aber ich bezweifle es, was aber kein Problem ist. Ich habe zwar gerne gescannt und gerne Scanner-Touren und sowas gemacht und auch gerne die Map benutzt, aber
Es war nicht notwendig, meiner Meinung nach. Es war nicht essentiell für das Spiel. Es war nur ein netter Zusatz. Sprich, wenn die weggehen, gibt es immer noch genug Sachen. Und auf jeden Fall wird es kein Weltuntergang sein. Ich meine, wir haben jetzt die letzten Monate auch ohne Map gespielt. Also hauptsächlich. Und die meisten fällt es auch gar nicht auf, also kaum. Da vor allem jetzt die Raids sehr aktiv sind und die, und darum geht es heute auch in dem Thema des Videos, möglicherweise das eine weitere Maßnahme von Niantic ist, um die Scanner zu übernehmen, zu ersetzen. Ich meine, die zwei Top-Targets von Scanner-Touren waren Galaxo und Despota, beziehungsweise Lavita. Und das sind auch die zwei Top-Raid-Bosse, die die Leute machen und suchen. Sprich, da ist schon eine Überschneidung. Ich blende hier und habe wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit ein paar Highlights ein von einer der letzten Scanner-Touren, die ich gemacht habe. Ist aber auch schon ewig her. Da war ich sogar noch Level 39, aber die Scanner-Tour hat es nie ins Video irgendwie geschafft. Und momentan sind halt echt alle auf die Raids fokussiert und es ist echt so eine Art legale Weise an Respawn zu kommen, die fangen zu können von Niantic selbst aus und die Leute sind auch echt drauf hängen geblieben. Also letztens kam ein Level 30, 98% Lavita im Topspawn-Chat und keinen hat es interessiert. Alle waren auf die Raids fokussiert und scheint echt zu funktionieren, was Niantic da plant. Also falls sie das planen, dass die Raids die Scanner-Touren ersetzen sollen. Also das ist halt meine Theorie. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Habt ihr es auch bemerkt, dass das Scanner-Touren und Map-Benutzer gesunken sind und dafür die Raids halt enorm gestiegen sind? Also die sind eh neu, also neue Sachen werden natürlich eh immer bevorzugt und getestet und ausgenutzt. Aber wenn es so weiterläuft, könnten Raid-Touren echt die Scanner-Touren ersetzen. Ich hoffe es nicht. Aber momentan wird mir auch keiner einfallen, der mit mir auf Scanner-Touren fahren würde, weil alle echt auf Raids fokussiert sind und eigentlich echt sogar drauf hängen geblieben sind. Und es gibt ja Theorien, Gemunkel, also und ich glaube es auch, dass die Raid-Bosse rotieren werden, so wie Nesta, und dementsprechend dann andere Pokémon als Raid-Boss eingesetzt werden. Und wenn das passiert und wenn dadurch noch weitere Top-Pokémon von den Scanner-Touren gedeckt werden, dann könnten die Raid-Touren auf jeden Fall die Scanner-Touren ersetzen. Wenn jetzt zum Beispiel Hytera mit dabei ist oder Dragoran, sind ja die zwei anderen Top-Pokémon von den Scanner-Touren. Was gibt's noch vielleicht? Vielleicht Ampharos, der war auch richtig interessant wahrscheinlich. Aber dazu kommt wahrscheinlich morgen noch ein Video, wo ich über mögliche Raid-Bosse rede und welche ich gern sehen würde, die neu dazu kommen könnten. Dazu könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, welche Raid-Bosse würdet ihr gerne sehen. Die besten Vorschläge integriere ich mit ins Video morgen. Und es macht auf jeden Fall Sinn, die Raid-Bosse haben bessere IVs und spart Unmengen an Bonbons. Zum Beispiel bei Despota spart es 123 Bonbons, wenn man direkt einen Despota fängt. Sogar mehr, weil für den kriegst du auch nochmal 10 bis 20 Bonbons. Kommt drauf an, welche Berge du wirst. Also ich darf gelbe Berge Ananas ja nicht so oft werfen, ansonsten werdet ihr sauer. Aber Raid-Touren haben auf jeden Fall ihre Vorteile gegenüber Scanner-Touren. Klar, der größte Nachteil ist, dass Raid-Touren 100 Münzen am Tag kosten. Also nicht am Tag, sondern pro Tour. Also pro Raid-Boss, pro Pokémon sind das 100 Münzen. Muss man abwiegen, muss man schauen, ob man überhaupt sich das leisten kann. Also ich kann mir nicht so viele Raid-Touren leisten wie Scanner-Touren. Aber ich bin echt gespannt, wie es in Zukunft sich entwickeln wird. Ob wir noch Scanner-Touren machen werden, ob die Maps wieder laufen werden. Ich bezweifle es, aber ich hoffe, es kommt irgendwann zurück. Und mal schauen, ob die Raid-Bosse rotieren werden, wechseln werden. Und wenn ja, dann werden die auf jeden Fall erstmal für eine Weile, vor allem wenn die Maps nicht laufen, die Scanner-Touren ersetzen. Aber ich blende hier jetzt noch ein paar Highlights ein, ein paar Fang-Highlights, ein paar coole Pokémon von der Scanner-Tour da, die es nie ins Video geschafft hat. Und ja. So, das war's vom Video. Von den Highlights waren echt coole Sachen dabei, ein paar 100%. Hab schon echt lange kein 100% mehr gefangen. Ich glaube, das letzte war in Kramux. Das werde ich auf jeden Fall vermissen. Und die 100% Challenge mit Julian steht auf jeden Fall noch an. Er ist halt ein sehr beschäftigter Mann. Also schauen wir mal, wann wir einen Termin finden. Demnächst müsste es aber soweit sein. Auf jeden Fall haben wir es nicht vergessen. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was ihr von Raid-Touren haltet. Und denkt ihr, dass Raids
Scanner-Touren ersetzen können, beziehungsweise denkt ihr, dass Maps jemals zurückkommen können in ihrer vollen Stärke? Und denkt ihr, dass Raid-Bosse rotieren werden? Und wenn ja, dann welche Raid-Bosse würdet ihr gerne sehen? Auf jeden Fall, das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.